Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, kennen Sie eine namhafte Internetsuchmaschine aus Europa, ein soziales Netzwerk, ein Betriebssystem, ein Smartphone? Wahrscheinlich nicht. Und wenn doch, handelt es sich eher um ein Nischenprodukt. Es ist schon bemerkenswert, wie viel hier und in anderen Parlamenten von Digitalisierung und Fortschritt gesprochen wird und wie wenig im Gegensatz dazu tatsächlich hier bei uns in Europa passiert. In den letzten Jahrzehnten hat unser Standort dutzendweise Chancen verpasst. Und wir konnten uns das auch lange leisten. Robuste Industrien wie Automobil- und Metallsektor haben unseren Wohlstand erhalten, während die wirklich bahnbrechenden Innovationen woanders auf der Welt passiert sind. Nun hat aber die Politik, aus welchen Gründen auch immer, entschieden, dass diese Branchen nach und nach abgewickelt werden. Und man müsste annehmen, dass sie sich nun händeringend nach Alternativen umsehen, um unseren Standort weiterhin an der Weltspitze zu halten. Und auf den ersten Blick könnte man auch meinen, alle seien damit beschäftigt, uns auf die neue Zeit vorzubereiten. In keiner Sonntagsrede und in keinem Schaufensterantrag darf das Buzzword von der Digitalisierung fehlen. Die Realität sieht aber leider deutlich drüber aus. Beim neuen Megatrend der künstlichen Intelligenz sind uns die Wettbewerber in China und USA in puncto Kapital, Personal, Forschung und Entwicklung schon heute meilenweit voraus. Die europäische Politik macht dagegen das, was sie seit Jahrzehnten am besten macht. Sie steht im Weg und reguliert die Sache tot. Hier mit dem sogenannten AI Act. Die Neue Zürcher Zeitung, immer ein guter und objektiver Blick von außen, kommentiert, ich zitiere, die EU scheint künstliche Intelligenz zu fürchten, als wäre sie der Leibhaftige in Person. Und diesen muss man schnellstmöglich mit Regeln bändigen, bevor er zu viel Schaden anrichtet. Das ist zumindest der Eindruck, den gewisse Politiker in Brüssel derzeit entstehen lassen. Zitat Ende. Natürlich, meine Damen und Herren, ist künstliche Intelligenz eine Technologie mit Risiken. Man braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich das auszumalen. Hollywood befüllt das Genre Mensch gegen Maschine bereits seit Jahrzehnten mit immer neuen Spielarten. Eine gesunde Vorsicht schadet also sicher nicht. Aber sie muss eben gesund sein. Ein allzu strenger regulatorischer Rahmen wird nur eine Folge haben. Er wird die Entwicklung in andere Länder verdrängen, höchstwahrscheinlich insbesondere nach China. In ein Land, das viele unserer Errungenschaften wie Privatsphäre, Datenschutz, Freiheitsrechte und dergleichen nicht kennt und noch weniger achtet. Es kann daher beim besten Willen nicht in unserem Interesse sein, wenn dort in Zukunft der Ton in Sachen künstlicher Intelligenz angegeben wird, während wir Wettbewerber hierzulande schon im Entstehungsstadium kaputt regulieren. Wenn zum Beispiel Sam Altman, der CEO von OpenAI, das mit ChatGPT gerade für große Aufregung gesorgt hat, davor warnt, dass sein Unternehmen die Aktivitäten in Europa möglicherweise bald einstellen müsse, dann muss das für uns, für die Politik, ein dringendes Warnsignal sein. Wir sind als Industrieland mit zahlreichen Standortnachteilen von teurer Energie über schwache Infrastruktur bis zum Mangel an geeignetem Personal darauf angewiesen, Raum für Innovation zu lassen, wenn wir unseren Wohlstand erhalten oder gar noch ausbauen wollen. Ja, künstliche Intelligenz ist vielleicht sogar die Antwort auf eine der drängendsten Fragen unserer Zeit, den demografischen Wandel. Sie könnte unsere Produktivität vervielfachen und das vermeintliche Allheilmittel der Zuwanderung mit all seinen Folgen entbehrlich machen. Wir sehen sie als eine Chance, die wir zu nutzen lernen müssen. Die EU macht mit ihrer blinden Regulierungswut aber wieder mal genau das Gegenteil. Wir können uns das nicht mehr leisten und deshalb bitten wir um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.